gibt Erlebnisse, die selbst ein Oldtimer-Fan, der viel gesehen hat, nahegehen. Ein Team von Classicar TV durfte erstmals das komplette Lager einer ehemaligen Autoverwertung besuchen und filmen. Oldtimer-Teile als Massenware. Zwischen ungläubigem Staunen und übermütiger Fassungslosigkeit begreift man bei einem stundenlangen Spaziergang vorbei an überfüllten Regalen nur langsam das Ausmaß eines Lebenswerks von 1948 bis 1987. Zwei Etagen tief reicht das Lager unter die Erde und drei Stockwerke gen Himmel. Von außen ist dem unscheinbaren Gebäude nicht anzusehen, was in ihm steckt. Ein Labyrinth von Gängen, Zwischenetagen, Räumen hinter Schranktüren, auf Dachböden, unter schmalen Schiebeschächten und auf uneinsehbaren Terrassen. Hinter engen Aufstiegen und steilen Leitern entfalten sich neue Räume mit weiteren Autoinnereien. Und wieder ein Zwischenboden. Es war einmal ein Schlachtplatz und jedes noch so kleine Teil eines Spenders wurde hier aufbewahrt. Für Menschen mit Platzangst ist das ungeeignet. Jede kleine Nische ist bis heute aufgefüllt mit fein säuberlich beschrifteten Oldtimer-Teilen. Was war geschehen? Wie konnte das ein Mensch schaffen, fragt man sich. Wie konnte dieser immense Schatz an Bauteilen bis heute bestehen bleiben? Wir reisen in die 50er Jahre. Der damalige Besitzer der Autoverwertung hatte den 1922 gegründeten Familienbetrieb übernommen und führte feinsäuberlich Buch über jedes Auto, das angeliefert und akkurat auseinandergenommen wurde. Gut, alles funktioniert, kleiner Rostfleck, steht beispielsweise auf einem kleinen Blechschild an einer voll ausgestatteten Türe, die nicht nur alle Griffe, sondern auch das komplett erhaltene Innenleben an sich hat. Nur was wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, wurde damals in einer selbstgebauten Schrottpresse zu einem kunstvoll aussehenden quadratischen Gebilde gedrückt. Das Lagergebäude füllt sich mit jedem Jahr, das die Firma besteht. Die Kühlermasken nehmen immer mehr Platz ein, die Kotflügel und Türen reihen sich nach Marken und Modellen sortiert eng aneinander. Jeder Winkel wird bis zum letzten Eck ausgefüllt. Zylinderköpfe aller Marken drängen sich in den Regalen. Zwischen Kühlern, Instrumenten und Anzeigen blitzen gelb beschriftete Schilder hervor. An Wänden sind die vorhandenen Zündverteiler und deren Namen und Baujahre verzeichnet. Unter dem Dachboden kommt man gar nicht mehr weiter. Als der Platz zu Ende war, wurden die Tanks einfach in den Weg gelagert. Überhaupt muss Platzmangel ein chronisches Problem jener Tage gewesen sein. Wo es nicht weiterging, auch unterirdisch, wurde mit Spitzhacke und Schaufel neuer Stauraum geschaffen. Vorbei an einer Halle mit Volkswagen-Käferkotflügeln geht es weiter in die Halle, in der eine unüberschaubare Menge an großen US-Car-Abteilen aufgereiht ist. Chevrolet, Mustang, Buick, klingende Namen und Farbschattierungen in allen Nuancen. Citroën-Teile finden sich in einer anderen Etage. Und hoch über allem die Welt der Windschutzscheiben, Fenster und Rückfenster. Viele Regale scheinen kaum mehr erreichbar. Den Anfang macht man am besten in der großen Motorenhalle. Vom Rennwagen bis zum Mini-Flitzer, Italiener und Franzosen ist alles dabei. Wer weiß, vielleicht findet sich zum Jaguar E-Type oder Lancia Fulvia Motor auch noch das Blechkleid in irgendeinem Winkel des Labyrinths. Der heutige Besitzer des Anwesens war selbst überrascht vom Ausmaß dessen, was er vor 2 Jahren übernommen hatte. Bis 1987 waren Fahrzeuge auf dem Anwesen verwertet worden.
Dann war Schluss und niemand kümmerte sich um die Ansammlung. Mittlerweile wurden aus alten Autoteilen begehrte Oldtimer-Teile. Beim Abschluss des Vertrages hatte der Käufer seinem Vorgänger noch sein Wort gegeben, dass dieser die Teile nicht in die Schrottpresse geben würde. Ein großes Wort angesichts der Masse und der Überraschungen. Noch Monate nach dem ersten Begehen des Geländes wurden neue Oldtimer-Schlupfwinkel entdeckt. Erst ein alter Kunde des Autoverwerters zeigte uns eines Tages den Weg zum Raum mit den komplett original erhaltenen Sitzen, erzählt uns heute der Eigner und schmunzelt. Zwar sind alle Teile beschriftet, doch ein wirkliches System lässt sich hinter der Gesamtsituation nicht erkennen. Seit einem Jahr wird nun im Oldtimer Megastore geräumt, damit die Gänge genutzt werden können für das große Auflösen. Fatul Karaki, 21 Jahre alt, wurde jetzt vom Eigentümer mit der Aufgabe betreut, das Massenlager abzuwickeln. Für Großabnehmer und Teilespezialisten gibt es Spezialpakete nach Marken und entsprechende Preise werden realisiert.